Frohes neues Jahr! So, meine Lieben, endlich haben wir es geschafft. Endlich ist 2016 vorbei. Puh. War schon ein komisches Jahr, oder? Also ich meine, es war eins meiner besten Jahre, aber alles, was so passiert ist im persönlichen Leben oder halt auch ja in der Weltgeschichte, wir wissen ja alle diesen schrecklichen schwarzen Tag im November, war schon ein bisschen viel. Deshalb, neues Jahr, neues Glück. Auch wenn ich ja eigentlich nicht so viel daran halte, davon halte, meine ich, weil life goes on, ne? Und nicht so, also es ist ja nicht ein neues Jahr und alles wird auf einmal supi-dupi besser. Aber ich glaube, wenn man so die Einstellung hat, ja, nächstes Jahr wird es besser und es wird besser und es wird besser, also so eine positive Grundeinstellung hat, dann kann es doch eigentlich nur gut werden, oder? Also hoffen wir alle mal das Beste. Aber was ich euch gerne erzählen wollte, ist, wie es jetzt für mich dieses Jahr weitergeht. Und es steht noch nicht alles konkret fest, das sage ich dann aber auch dazu, aber ein paar Sachen stehen schon fest und die will ich jetzt mit euch teilen. Also, anfangen wird es wohl im Januar oder Februar, ich bin noch nicht ganz sicher, dass ich wohl für ein paar Tage nach Laos gehe. Das ist aber eins der Dinge, die noch nicht so ganz feststehen. Das ist jetzt nur schon mal so angedacht, weil ich eine Einladung bekommen habe tatsächlich. Und mal gucken, was daraus wird. Ich bin gespannt. I keep you updated. Dann, und das ist das absolut coolste auf der ganzen Welt, so das war das, was ich schon in meinem letzten Video angedeutet habe, aber noch nicht erzählen wollte. So, ich werde im März zuerst eine Nacht nach Kuala Lumpur fliegen, was in Malaysia ist, Malaysia, und werde dann am nächsten Tag abends nach Peking, also Beijing, fliegen nach China. Und werde wahrscheinlich sterben wegen der Luftverschmutzung da. Ich will mir auf jeden Fall noch so eine Maske kaufen. Eigentlich habe ich tatsächlich so eine Maske hier mit Pokémon drauf, sogar mit Pikachu. Aber ich schweife ab. Auf jeden Fall fliege ich nach Beijing, nach Peking. Und das wollte ich schon so lange. Und mir da halt den Kaiserpalast angucken und das Wichtigste überhaupt, einmal in meinem Leben auf der chinesischen Mauer stehen. Und jetzt gerade, wenn ich darüber nachdenke, weil manchmal, es ist halt noch so weit weg, dass ich das tatsächlich irgendwann mal machen werde und es jetzt so konkret ist und ich schon einen Flug habe und das Hotel, das ist so Wahnsinn. Es ist einfach der helle Wahnsinn. Und ich gucke ja auch so gerne Disney, ne? Und Mulan ist ja eins meiner Lieblingsfilme. Und jedes Mal, wenn ich jetzt bei YouTube Mulan Musikvideos gucke und dann so denke, wow, ich bin bald da. Das ist so völlig einzigartig und unglaublich bewegend. Und es ist, ich freue mich so darauf. Ich weiß, dass ich meinen Aufenthalt nicht besonders genießen werde, wegen der Luftverschmutzung und so vielen Menschen und wahrscheinlich auch super vielen Touristen. Und weil es mega kalt sein wird, Durchschnittstemperatur irgendwie 13 Grad. Mhm. Und wir wissen ja, was ich für eine... Moskito. Und wir wissen ja, was ich für eine Frostbeule bin. Ja. Aber ich freue mich drauf. Und, Entschuldigung, ich muss immer gucken wegen den Moskitos. Ey, ich fühle mich heute schon fiebrig und ich habe keine Lust, schon wieder Dengue zu bekommen. Naja, und dann direkt, also in Beijing bleibe ich dann 2 Tage. Ich werde nicht länger als, oder ich kann nicht länger als 72 Stunden bleiben, weil ich dann halt so ein Transitvisum beantrage, da vor Ort komme. Und mit dem Transitvisum darf ich mich halt bis zu 72 Stunden innerhalb von so einer bestimmten Region, also Peking, aufhalten. Und es kostet halt wohl nichts, so wie ich das gesehen habe. Und das ist halt perfekt, weil länger will ich halt auch nicht da bleiben. Weil dann fliege ich von Peking nach Tokio. Ich fliege nach Japan. Ah, das ist so, also Japan und China sind so die Länder, wo ich unbedingt von schon voll langer Zeit hin wollte. Meine Meinung zu China hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen geändert, aber trotzdem will ich halt die Great Wall of China sehen, also die chinesische Mauer. Naja, aber auf jeden Fall fliege ich dann halt nach Tokio, werde da ein paar Tage bleiben und dann mit dem Zug wahrscheinlich zuerst nach
Kyoto, das ist ein bisschen südlich. Das soll sehr schön sein, sehr kulturell, sehr grün. Das wird bestimmt richtig toll und werde dann für wenige Tage nach Kobe und von da aus dann nach Osaka und von Osaka dann wieder zurück nach Bangkok. Also insgesamt werde ich 2 Wochen in Japan dann sein. Und weil Japan halt unglaublich teuer ist, war ich mir erst nicht sicher, ob ich das im Budget her machen kann, weil ich habe bei Booking.com schon ein Hotel gebucht gehabt, aber so ein Cube-Hotel, so, wo halt man kein Bett hat, keinen Raum, sondern halt nur so Boxen an der Wand. Und haltet euch fest, für, ich weiß gar nicht mehr, 4 oder 5 Nächte in Tokio, 112, 121, auf jeden Fall über 100 Euro. So viel wie meine Miete hier. Mehr als meine Miete hier. Ist der Wahnsinn. Deshalb habe ich mich entschieden, für das allererste, zum allerersten Mal in meinem Leben Couchsurfing zu machen. Habe mir jetzt schon ein Profil gemacht und werde mich dann jetzt bald demnächst mal drum kümmern. Also sehr viele erste Male auf dieser Reise. Ich war auch noch nie in Malaysia. So, und das wird mega krass anstrengend, weil das alles in einem Zeitraum von ja 3 Wochen ist. Aber es wird es auf jeden Fall wert sein. Und ich meine, ich kann ja mich dann ausruhen. Und gerade ja auch bei Kyoto so schön grün sein soll, könnte ich mich dann halt einfach im Park legen und ein Buch lesen und chillen. Und dann halt ein bisschen drauf achten, auf meine Gesundheit. Ich hoffe, dass das alles so gut läuft diesmal und es nicht endet wie in Vietnam. So, auf jeden Fall mache ich das. Dann bin ich halt am Überlegen, ob ich vielleicht dann 3 oder 4 Tage in Bangkok bleibe, weil nämlich Coldplay in Bangkok spielen. Und eigentlich hätte ich Coldplay schon gesehen gehabt bei Rock am Ring 2011. Aber genau dann habe ich Fieber bekommen und habe den Abend bei Gewitter und Donner in meinem Zelt verbracht. So, also müsste ich die eigentlich nochmal sehen, aber halt durch meine geplante Reise nach Tokio, nach Japan natürlich, will ich halt so viel sparen wie möglich und da muss ich noch gucken, ob das realisierbar ist. Ja, und dann geht es tatsächlich nach Deutschland und zwar im Mai. Im Mai komme ich wieder zurück und ich bin mir halt jetzt, also von da, also bis Mai ist alles schon mehr oder weniger geplant, aber dann ist halt jetzt noch völlig alles offen, weil eigentlich habe ich den Plan gemacht, längerfristig in Deutschland zu bleiben, auf jeden Fall ein paar Monate. Ich erwäge, für den Winter wieder hier nach Thailand zu kommen, weil die Temperaturen sind einfach nichts für mich in Europa, die kalten Temperaturen. Aber halt wenigstens ein paar Monate in Europa zu bleiben. Und weil ich ja auch unglaublich gerne in die UK gehen will, entweder halt für einen Besuch oder vielleicht hinziehen. Und was ich jetzt auch noch mit einer Freundin abgemacht habe, wenn ich dann noch Geld habe und ich hochverschuldet bin von Japan, warum ich denn mal Tokio sagen, Japan, nach Moskau zu fahren. Und zwar mit dem Zug, weil von Berlin nach Moskau fährt jetzt der Zug in 20 oder 24 Stunden. Und dann wollen wir das machen, halt mit dem Zug nach Moskau, dann ja so eine Art verlängertes Wochenende in Moskau bleiben und dann zurückfliegen. So, also auf jeden Fall will ich das machen, auch wenn ich wieder zurückgehen sollte. Hier nach Thailand, früher als geplant, würde ich das auf jeden Fall gerne machen, nach Moskau. Da interessieren mich die Zwiebeltürme und alles und einfach mal, ja, es mir anzuschauen. Und je nachdem dann halt noch UK. Ja, oder halt wirklich nur 1,5 Monate oder so in Deutschland zu bleiben und dann wieder hier zurück. Das ist noch nicht sicher. Und ich möchte das auch jetzt noch nicht entscheiden. Ich möchte jetzt erstmal gucken, was noch so passiert. Was noch so kommt in 2017. Und ja, wenn ich dann aber eine Entscheidung getroffen habe, werde ich euch das auf jeden Fall mitteilen. Ich werde auf jeden Fall so weitermachen wie bisher, dann multiple Sonntage einläuten und Vlogs natürlich weiterhin machen und euch auf alle meine Reisen mitnehmen. Und weil ihr bestimmt noch verkatert seid, werde ich jetzt erstmal aufhören, euch die Ohren abzukauen. Wünsche euch einen super Start ins neue Jahr. Viel Glück, viel Erfolg, viel Liebe und Gesundheit und alles Mögliche. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder und noch einen dicken Knutsch. Und bis dann. Bye.